Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 82 mit List und Tücke. Am nächsten Morgen war Harry ausgeschlafener, als er gedacht hatte. Heute hätte er das erste Mal Unterricht mit den Erstklässlern, was ihn nicht davon abhielt, zunächst vor dem Frühstück mit Harry auszugehen. Wussten Sie, dass Draco das siebte Jahr machen würde? Fragte Harry seinen Kollegen, nachdem er den Hund wieder zurückgebracht hatte. Es war für mich genauso überraschend wie für Sie, Harry, erwiderte Severus, der einige Unterlagen ordnete. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich möchte für die erste Doppelstunde Zaubertränke einiges im Klassenzimmer vorbereiten. Sagen Sie, wo ist Hermine heute? Fragte Harry noch schnell, während er seinem Kollegen auf dem Flur folgte. Severus deutete im Vorbeigehen auf eine Tür und antwortete: Miss Granger inspiziert gerade ihre Räume. Harry ließ Severus von dannen ziehen und klopfte an Hermines Tür. Hi du, komm doch rein, grüßte sie, nachdem sie ihm geöffnet hatte. Er trat ein und bestaunte das gemütliche Wohnzimmer, welches in warmen Farben gehalten war. Im Kamin prasselte ein Feuerchen. Wow, sieht hübsch aus hier. Auch wenn es keine Fenster gibt, aber zumindest ist es hier nicht so gruselig wie bei der Sabberhexe, sagte Harry lachend, doch dann hielt er inne, als er bemerkte, dass es sich um einen richtigen Wohnraum handelte und nicht nur ein Arbeitsbereich. Sag mal, wohnst du jetzt hier? Hermine zog eine Augenbraue hoch und Harry musste sich arg zusammenreißen, um ihr nicht vorzuhalten, dass sie sich eine Eigenart von Severus angeeignet hatte. Sie antwortete ihm ehrlich: Ich habe jetzt keine Zeit und Lust, mir eine eigene Wohnung zu suchen, und da er mir das Angebot gemacht hat. Sie hielt inne, als er dieses Mal eine Augenbraue in die Höhe zog. Er hat es angeboten? Fragte Harry ungläubig. Naja, nicht direkt. Ein Arbeitszimmer stand mir zu und da habe ich gesagt, ich hätte mit etwas mehr gerechnet. Sie versuchte abzulenken und sagte erfreut: Ich wohne jetzt hier, ist das nicht toll? Nickend stimmte er ihr zu, doch irgendwas an ihrem Verhalten schien ihm merkwürdig. Es war, als würde sie sich selbst belügen. Aber weshalb? Gefällt es dir denn hier? Ich meine, ganz so ohne Tageslicht? Ich wette, es dauert keine 2 Monate, bis sich auch auf deinem Gesicht die vornehme Blässe niedergeschlagen hat. Das ist doch gar nichts für dich, oder? Doch, das ist was für mich. Ich habe ein Dach über dem Kopf, bekomme regelmäßige Mahlzeiten, habe genügend Platz für meine Sachen und muss nur ein paar Schritte gehen, dann habe ich schon meine Arbeitsstelle erreicht. Ist das etwa nichts? Konterte sie zickig. Resignierend hielt er beide Hände nach oben, bevor er sagte: Schon gut, schon gut. Zumindest könnten wir uns häufig besuchen. Und wenn Ginny aus dem Krankenflügel raus ist, können wir doch auch mal was zusammen unternehmen. Ohne auf seinen Vorschlag einzugehen, sagte sie mit deutlich hörbarem Triumph in der Stimme: Snape hat mir gestern seinen Traum gegeben. Ich sollte ihn für ihn analysieren. Was? Sagte Harry fassungslos. Wie hast du denn das geschafft? Sie grinste überlegen und erklärte: Ich habe ihn etwas in die Enge getrieben, aber auf nette Art. Zumindest glaube ich, dass ich noch nett war. Ich habe ihm klargemacht, dass ich sein Spionagegehabe nicht dulde und dass ich keine Geheimnisse vor ihm habe. Das habe ich untermalt, indem ich meine Handtasche auf seinem Arbeitstisch ausgekippt habe. Hat ihn ziemlich mundtot gemacht, als Beweis seines Vertrauens. Hat er dir den Traum gegeben? Vervollständigte Harry ihren Satz, woraufhin sie nickte.
Natürlich darf ich nicht einmal mit dir darüber reden, aber das muss ich ja nicht, denn du kennst ihn ja. Alles in allem ist es ein Traum mit positiver Symbolik, was ich vorher ja schon gesagt habe. Offensichtlich sucht er menschliche Nähe und er verspricht sich dabei Hilfe von dir, Harry. Er hat mir gestern gesagt, er würde dich als Freund oder Vertrauten bezeichnen. Schilderte sie ihm. Harry strahlte über das ganze Gesicht und fragte trotzdem nach. Ist nicht wahr? Wirklich? Das ist ja toll! Das freut mich, Hermine. Er hat die Traumdeutung wahrscheinlich noch gar nicht gelesen. Heute früh, als ich angekommen bin, war ihm jedenfalls nichts anzumerken. Sagte Hermine nachdenklich. Als ob ihm jemals irgendwas anzumerken wäre. Außerdem glaube ich nicht, dass er mit dir darüber reden will, sagte Harry kopfschüttelnd, bevor er Hermines Wohnzimmer genauer betrachtete. Hermine folgte ihm mit den Augen, während er sich einem Bücherregal näherte und den Inhalt überflog, bevor sie zugab. Ja, komisch, nicht wahr? Er hat mir nämlich vorher schon gesagt, dass ich mit ihm nicht über den Traum reden soll. Ich konnte es mir aber nicht verkneifen, schriftliche Anmerkungen zu machen. Zumindest zu meinen Äußerungen sollte er etwas sagen. Schön wäre es jedenfalls. Einen Moment lang überlegte Harry, ob er Hermine von seinem Gespräch mit Albus erzählen sollte. Er holte tief Luft und sagte, »Ich habe übrigens mit ihm gesprochen. Mit Albus, meine ich. Er hat wirklich geglaubt, Voldemort hätte kurz vor seinem Tod die Verbindung durch die Narbe genutzt, um mich mit seinem Hass zu erfüllen. Das war der Grund, warum Albus mir nicht getraut hat. Aber er hat sich auch eines Besseren belehren lassen. Gut, das wurde aber auch Zeit. Ansonsten hätte ich mal ein Wörtchen mit ihm reden müssen.« sagte Hermine lächelnd. Harry lächelte zurück, bevor sein Gesicht wieder ernst wurde und er sagte, »Albus weiß irgendwas über Severus. Er hat gesagt, wir dürfen nicht aufhören und dass wir auf dem richtigen Weg wären. Er meinte, wir sollten das bisschen Zuversicht in seiner Brust nicht erkalten lassen. Bist du schlau daraus?« Bevor Hermine ihn unterbrechen konnte, denn sie öffnete schon ihren Mund, sagte Harry, »Er hat gleich gesagt, dass er uns nicht helfen kann. Er hätte versprochen, nichts zu sagen. Wir sind völlig auf uns allein gestellt. Ich frag mich nur, was genau wir weitermachen sollen.« Hermine war mundtot und sie konnte nur mit den Schultern zucken. Nach einem Moment sagte sie jedoch, »Wir machen einfach so weiter wie bisher, Harry. Wir reden mit ihm, streiten mit ihm und...« Sie verstummte. Zu seinen Unterrichtsräumen hatte Harry es nicht weit, denn wie die Klassen für Zaubertränke lag auch einer der Räume für Verteidigung gegen die dunklen Künste in den Kerkern. Je nachdem, wie viel Platz Harry für seinen praktischen Unterricht benötigte. Als er rechtzeitig dort angekommen war, überraschte es ihn, dass die Schüler aus Hufflepuff und Ravenclaw überpünktlich waren und niemand fehlte. Sie warteten alle bereits geduldig vor dem Klassenzimmer. Mit einem wortlosen Zauber öffnete Harry die Tür und bat die Erstklässlerin herein. Immer hereinspaziert. Seine Freude wollte jedoch nicht auf die Kinder überspringen. Es war vorhersehbar gewesen, dass sich natürlich immer die Schüler zusammensetzen würden, die sich auch im gleichen Haus befanden. Niemand sagte etwas. Nicht einmal ein Wispern war zu hören. Stattdessen blickten sie ihn aus großen Kinderaugen an, als würden sie Schlimmstes erwarten. Er wollte ihnen die Angst nehmen und stellte sich zunächst vor. »Ihr habt mich ja gestern beim Festmahl gesehen, aber darf ich mich nochmal persönlich vorstellen? Professor Harry Potter.« Die Kinder blieben stumm, doch ihre Augen weiteten sich. Wenn es denn möglich war, noch ein wenig mehr. Hatten sie etwa Angst vor ihm? »Es ist das erste Mal in Hogwarts, dass die Erstklässler in Verteidigung gegen die dunklen Künste gleich ab der ersten Klasse einen der mächtigen Schutzzauber erlernen sollen, den Protego. Kann mir einer sagen, woher der Name kommt und was der Zauber bewirkt?« fragte Harry locker in die Runde. Niemand hob einen Arm. »Gut,
dachte Harry. Latein ist für Elfjährige vielleicht ein wenig schwer. Laut sagte er, weiß es niemand oder traut ihr euch nicht zu antworten? Ein totales Desaster. Ich bin doch kein Alleinunterhalter. Bitte, nur einer. Einer sollte die Hand heben, flehte Harry still und sein Bitten wurde erhört. Zögerlich hob ein junger Hufflepuff die Hand. Doch als die anderen Schüler ihn anstarrten, nahm er sie sofort wieder runter. Aber Harry hatte es gesehen. Ansgar Fox, richtig? Also, Mr. Fox, können Sie die Frage beantworten? Ansgar atmete schwer, bevor er leise sagte, Protego kommt vom lateinischen protegere, was beschützen heißt. Harry nickte, hörte aber weiterhin zu, sodass Ansgar noch hinzufügte. Der Zauber ruft einen unsichtbaren Schild hervor, weswegen er zu den Schildzaubern gehört. Er ist der mächtigste Schildzauber, weil er nicht nur schützt, sondern auch Flüche zurückwerfen kann, wenn sie auf ihn prallen. Harry lächelte breit und sagte fröhlich, Wow, das habe ich mit 11 noch nicht gewusst. Dafür gibt es 2 Punkte für Hufflepuff. Die anderen Hufflepuffs begannen zu lächeln und ihrem Kameraden bewunderte Blicke zuzuwerfen. Ganz langsam tauten die Schüler auf, dachte Harry. Woher weißt du denn das so genau? Fragte er Ansgar noch. Der Junge schluckte, als wollte er nicht antworten. Doch einem Lehrer gegenüber wollte er sich korrekt verhalten, weswegen er flüsternd schilderte. Meine Mom hat ein Protego um meine kleine Schwester gelegt. Er stockte, doch er fand den Mut, die Geschichte zu beenden. Todesser hat den Todesfluch auf mich gerichtet. Der ist abgeprallt und... Ansgar verstummte. Harry fühlte mit dem Jungen mit und fragte leise. Hat er den Todesser getroffen? Der Junge schüttelte den Kopf. Obwohl ihm anzusehen war, dass es ihm schwer fiel, antwortete er. Nein, er hat meinen älteren Bruder getroffen. Ansgar senkte das Haupt und betrachtete die Holzmaserung des Tisches. Nicht nur die anderen Schüler, sondern auch er selbst konnten eine ganze Weile lang nichts sagen, bis Harry, weil er der Lehrer war, sich aufraffte und betroffen erklärte. Ich möchte die erste Stunde gern nutzen, um etwas über euch zu erfahren. Im Gegenzug könnt ihr mir Fragen stellen. Seid ihr damit einverstanden? Die Schüler nickten. Professor Dumbledore hatte Hermine besucht, um die interne Sperre des Kamins aufzuheben, damit sie nun auch das Flohnetzwerk nutzen konnte. Miss Granger, er verbesserte. Hermine, es freut mich zu wissen, dass ich Sie in Hogwarts als festen Bestandteil des Kollegiums begrüßen darf. Es war etwas unerwartet von Professor Snape darum gebeten zu werden, eine private Schülerin aufnehmen zu dürfen. Das geschieht allgemein nicht sehr oft, dass ein Lehrer von einem Schüler so angetan ist. Hermine nahm ein lebendiges Funkeln in Albus Augen wahr, der jedoch übergangslos weitererzählte. Professor Sprout hatte zuvor schon einmal einen privaten Schüler gehabt und auch, wenn ich mich recht entsinnere, Professor Trelawney. Hier zog Hermine die Augenbrauen in die Höhe. Sie konnte sich schwerlich vorstellen, freiwillig 3 Jahre lang mit diesem Insekt auskommen zu wollen. Professor Dumbledore blickte sich in ihrem Wohnzimmer um und sagte anschließend mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich habe den Raum noch ganz anders in Erinnerung. Es ist immer ein Wunder, was die Magie der Hauselfen bewirken kann. Hermine war zwar noch immer nicht ganz davon überzeugt, dass Hauselfen in Hogwarts gehalten werden mussten, aber der Professor sprach so voller Respekt von ihnen, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als ihm zuzustimmen. Wenn es Ihnen an etwas fehlt, meine liebe Hermine, dann lassen Sie es mich wissen. Sie werden auf jeder Lehrerversammlung das aktuelle Passwort für mein Büro erfahren, sodass Sie jederzeit mit Ihrem Anliegen bei mir auf eine Tasse Tee vorbeischauen können, sagte er mit einem fröhlichen Zwinkern in den Augen. Sie lächelte ihn an und ihr Lächeln verblasste auch nicht,
als sie sich einem kleinen Tischlein näherte, auf welchem sie ihr einziges Bonsai-Bäumchen platziert hatte. »Was ist denn das, Hermine?« fragte Albus neugierig, während er sich nach vorn beugte, um den Baum besser betrachten zu können. »Ein Miniaturbaum aus der Muggelwelt. Ein kleiner Apfelbaum«, erklärte sie. »Erstaunlich, ganz erstaunlich«, murmelte Professor Dumbledore, bevor er sich wieder aufrichtete. Bevor er sich verabschiedete, sagte er lobend: »Ich bin wirklich glücklich, Sie willkommen heißen zu dürfen. Sie bringen Eigenschaften mit, die ganz bewundernswert sind. Sie geben nicht auf, selbst wenn eine Situation Sie in Unruhe versetzt. Sie sind aufrichtig und nachsichtig.« Er war an der Tür angelangt, doch bevor er sie von außen schloss, sagte er noch leise, mit funkelnden Augen: »Bleiben Sie so, wie Sie sind, Hermine.« Mit offenstehendem Mund schaute sie auf die Tür, durch die der Direktor eben gegangen war. Die Gryffindors und die Slytherins saßen mucksmäuschenstill auf ihren Stühlen und warfen ängstliche Blicke zu ihrem Lehrer hinüber. Professor Snape hatte zwar auf einen theatralischen Auftritt verzichtet, was ihn jedoch für die Elfjährigen nicht weniger unheimlich machte. Seine dunkle Kleidung, die schwarzen, fettigen Haare, die große Hakennase, die gelblichen, schiefen Zähne und die finsteren Augen ließen ihn wirken, als wäre er einem Albtraum entsprungen. Die, die nicht von seiner äußeren Erscheinung eingeschüchtert waren, bekamen eine Gänsehaut von seiner tiefen, leisen Stimme. »Wenn Sie nun Arsenius Bunsens Klassiker Zaubertränke und Zauberbräue aufschlagen würden, ich gehe nicht davon aus, dass auch nur einer von Ihnen noch vor Schulbeginn einen Blick hineingeworfen hat. Dacht ich's.« Er hielt inne, als eine Schülerin ihre Hand in die Luft warf. Gelangweilt wirkend, forderte er sie zum Sprechen auf. »Miss Clavig.« »Ich habe es gelesen, Sir. Vollständig. Es war äußerst interess...« »Genug«, machte er kurz und knapp klar. Miss Clavig war kurz zusammengezuckt und verhielt sich dann still. Er hatte nie gedacht, dass auch nur einer den Mut besitzen würde, auf eine Anmerkung, auf die er sowieso keine Reaktion erwartet hatte, eine Rückäußerung zu geben. Typisch Gryffindor, dachte er verachtend. »Lesen Sie bitte still das Vorwort von Mr. Bunsen. Danach möchte ich von Ihnen wissen, was Ihrer Meinung nach die Motivation des Autors gewesen sein mag, dieses Buch zu schreiben«, forderte er mit bedrohlich leiser Stimme. Die Schüler schlugen das Buch auf und begannen zu lesen, außer Miss Clavig. Sie mochte das Buch bereits gelesen haben, was in Severus' Augen jedoch kein Grund darstellte, sich seiner Anweisung zu widersetzen. Und so setzte er seinen bekannten, bösen Blick auf, den er der jungen Dame schenkte. Als sie durch Zufall die Augen von ihren Mitschülern auf ihn schweifen ließ, erstarrte sie für einen Moment vor Schreck. Bevor auch sie das Buch aufschlug, um das Vorwort zu lesen oder zumindest so zu tun. Der erste Schultag verlief ohne besondere Vorkommnisse. Für Harry war dieser Tag eine weitere Bestätigung dafür, dass er gern mit Kindern und Jugendlichen arbeitete. Während Severus sich beim Abendessen nicht zum ersten Mal während seiner Berufslaufbahn fragte, ob es wirklich das war, was er bis ans Ende seines Lebens machen wollte. Doch was für eine Zukunft hätte er sonst? »Wie war der erste Schultag mit den Erstklässlern für Sie, Severus?«, fragte Harry freundlich, während er sich von dem gemischten Salat auftat. »Es war für mich kein besonderer Tag. Es war wie immer«, erwiderte sein Kollege gleichgültig. Sein Lächeln wollte verblassen, aber Harry zauberte es erneut auf sein Gesicht und fragte interessiert: »Wie machen Sie das jetzt eigentlich mit Hermine? Ich meine, wo Sie doch bis 15 Uhr Unterricht haben. Geht's danach gleich mit ihr weiter?«, fragte Harry, der sich nach vorn beugte,
um Hermine sehen zu können. Ich konnte mit Albus und letztendlich mit dem Stundenplan vereinbaren, dass ich lediglich mittwochs bis 15 Uhr unterrichte. An den anderen Tagen der Woche habe ich nur bis 1 oder 2 Uhr mittags Unterricht. Miss Granger wird die ganze Zeit bis zur Arbeit mit Lesen und Vorbereitungen verbringen. Erklärte er, während er zu Hermine hinüberschaute, die zustimmend nickte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.